Ja, runter, runter und geradeaus. So. Hallo. Hilfe! Ah, sehr gut. So schön. So, das geht ganz hoch. Jetzt geht das da drüben auf. Also jetzt ist es eigentlich schon ganz leicht, aber man muss halt erstmal auf die Idee kommen, sich auf den Schalter da drauf zu stellen. Ja. Warum gehe ich jetzt rein? Hm? Sagst du mir das mal, Kevin? Und hoch. So, das geht hoch. Und das ganz unten geht auf. Und damit haben wir es auch schon geschafft. Uah. So, Katsui bringt uns das Puzzleteil nach Haus. Juhu. Huch. Aua. Hat eh nicht wehgetan. So. Bahnhof Eisseite. Dann haben wir es schon. Bahnhof. 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 Das ist der Bahnhof. 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 Das ist der Bahnhof-Song, Alter. Der Bahnhof-Rap, ey. So, ey, wo muss ich denn jetzt hin? Hier oben der Ebene erstmal. Opa Gandalf-Style. So. Opa Gandalf. Der ist da drüben, der Opa Gandalf. Dann gehen wir nochmal den Opa Gandalf besuchen. Komm, wir haben genug Eiseier. Katja. Katz. Der hat gebrannt. So, ich hoffe, das ist der Bahnhof. Kommt mir allerdings sehr bekannt vor. Natürlich. Shaffi betrachtet die Höhlenmalerei in Pterodactylusland. Na dann komm her. Was? Ach. Ich, ach du Heiliger, wo ist denn der Schalter wieder? Oh mein Gott, ey, nee. Sag nicht, ich hab das jetzt tatsächlich vergessen. Ich weiß schon, wo der ist. Der ist irgendwo draußen. Aua! Zweieinhalb Stunden für die Welt. Uiuiui. Naja, das ist wie gesagt die vorletzte. Dann kommt noch eine einzige. Dann müssen wir noch die restlichen Welten finishen. Und dann geht's auf in die finalen Welten. Also jetzt mal aufhören, mir hinten nachzugehen, du blöder Penner. So, wir müssen ganz nach unten. Nach unten. Zum Flugfeld. So, Sabbemann pennt sich noch ein. Mm-hmm.
Eieiei. So, erstmal Abflug hier. Wo haben wir denn den? Hier haben wir den, ne? Was geht das? Nö. Das ist ja gemein. So. Jetzt aber. Hallo? Ah, jetzt. Ja, genau in dem Moment, wo ich Hallo sage, dann geht's. Aua, aua, aua. Egal, wir haben eh unbeschadeten Absturz. Bahnhof. Was sehr... Ich sag nichts. Nein, 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 nein. Bahnhof. War natürlich sehr intelligent, jetzt hier runter zu springen. Aber naja. Ich will ja das Let's Play in die Länge ziehen. Weil ich auch so viel davon hab. Wow, 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 wow. Doch, wir müssen zuerst die Lok holen und dann hoch zu dem Kamel. Chaffee betrachtet die Höhlenmalerei in Pterodactylusland. Möchtest du von Chaffee abgeholt werden? Ja. Das würde ich sehr gerne. Man, ich übersteuere hier immer ein bisschen. Das ist echt schlimm. Ja. Ich hoffe ja, dass dann am neuen PC die Audioqualität ein bisschen besser sein wird. Sonst rüste ich aus, ey. Oh, hier voll solche Abspostungen, Alter. So. Den Zug haben wir da. Und den... Entschuldigung, den Eisbahnhof können wir nicht anfahren, weil Chaffee meint, sein Kessel ist zu heiß und wenn wir da reinfahren, wird der Kessel explodieren. Obwohl er jetzt in die Lava fahren kann, also hier in den Lava-Ding, und da ist es ja nicht so heiß. Dass da der Kessel jetzt zu heiß wäre und explodieren würde, ne? Also das ist mal wieder die Spiellogik. Die Banjo-Kazooie-Logik natürlich. Was auch sonst. Aber wenn das Spiel nicht unrealistisch wäre, dann wäre es ja auch nicht lustig, ne? Muss man ja auch mal bedenken. Bahnhof. 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 Ja, natürlich. So, zum Sabbermann nochmal und dann hier durch und dann jetzt aber hurtig, hurtig. Nein. Du sollst... Na also. Au, 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 eine Honigwabe, ey, ey.
So, guten Tag. Ich muss mal hier mal kurz... Doch, doch, bitte, bitte schon. Oh nein, ich habe mir das seit dem letzten Spiel aufgehoben. Ah, da mein Heizkessel. Heizkessel ist jetzt kalt genug. Jetzt darfst du den Chaffee-Zug auf die Eisseite fahren. Genau. Ach so. Ja, blöd. Ja, wie jetzt? Wie soll ich jetzt hier wieder rüberkommen? So, hier machen wir noch mal einen Save zur Sicherheit und wählen Steinhagelgipfel Eisseite aus. Hallo? Also ich weiß auch nichts, dieses komische Programm da, das war nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich glaube, das schmeiße ich wieder runter, das taugt Mist. Egal, morgen wird eh der PC gemacht und dann passt das schon. So. Le Bahnhof. So, das war jetzt gerade das letzte Zeitbomben-Ei, ich Depp. Mal wieder auf Hitzemunition umschalten. So, da haben wir auch das vorletzte Puzzleteil. Mehr brauchen wir hier aber in dem komischen Bahnhof gar nicht. Und jetzt können wir direkt mit dem Zug nach Pteridactylusland fahren und dort das letzte holen und dann ist auch wieder Schluss für heute. Habe ich wieder eine ganze Welt gemacht. Ah. 2 Stunden. Was? Ich backe hier fest. Hilfe! Nein! Gott sei Dank doch nicht. Meine Güte, jetzt habe ich schon Schreck gekriegt. Ich habe jetzt gedacht, ich backe da fest. Safe. Aber mich wundert es, dass die ROM heute noch nicht abgestürzt ist. Das wundert mich wirklich. So. Tut. Hier kommt die Eisenbahn. Gott, wir haben nur noch 4 Honigwaben. Ich glaube, da müssen wir bei dem Maulwurf mal nachtanken gehen, schnell. Ja, du mich auch. Goldene Federn. Bahnhof. Halt am Bahnhof, wir machen heute was am Bahnhof. Bahnhof, la la la, der Bahnhof. So, komm mal her, du. Ja. Vielen Dank für die Energie.
Dein dummes Gewarf kannst behalten. So. Jetzt brauchen wir das Warpfeld ab ins Trampeltal und dann geht's los. Die Tür ist ja eh schon offen. Wir hätten es gleich holen sollen damals. Ich depp. Ach. Trampeltal. Mann, pass doch auf, du Trampel. Boah. Nein, 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 nein. Nein, das hast du nicht, du Unhold. Oh mein Gott, ich hab das ja ganz vergessen. Aber dafür bekommen wir wenigstens goldene Federn voll. So. Ach, was mache ich denn? Wir brauchen doch gar keine Energie, wir haben doch jetzt eh voll. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich bin mal wieder selten dämlich wie immer. So, Trampeltal. Jetzt muss ich auch noch husten. Will ich jetzt aber nicht, aber ich glaube, da wird kein Weg dran vorbeiführen. Moment. Moment. So, da bin ich auch wieder zurück. Aua. So. Nein! Us! Ich habe jetzt gedacht, die sind tot, aber es hat uns jetzt irgendwie keine Energie abgezogen. So, mal kurz wieder nachtanken hier. So. So, wunderbar. Jetzt müssen wir natürlich Katsui herholen, weil Banjo alleine da nicht durchgeht. Hallo, wechseln bitte. Vielen Dank. So. Boah. So, ha, nur eine Honigwabe verloren. Ist ja krass, ey. Die Chatto-Seite tauschen wir noch schnell ein, obwohl, nee, jetzt habe ich 2 Stunden 40. Weil ich schneide das ja wieder in 20 Minuten Parts. Ja, doch, da haben wir doch heute wieder ganz schön was geschafft, ne? Wir haben die komplette Welt fertig. Ich werde jetzt hier Aufnahmepause machen, werde mir notieren, dass wir die Chatto-Seiten einlösen. Pterodactylus-Land, genau, da fehlt ja noch eins. Grundi GmbH fehlen noch 3. Steinhagelgipfel ist komplett. 2 Stunden 40 haben wir dafür gebraucht. Naja, also ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, schaltet wieder ein, wenn's heißt Let's Play Banjo-Tooie by the Cakeeth Gamer.
Ja, so, hier mache ich Save. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Freunde. Ja, ciao.